Hallihallo und herzlich willkommen hier in der Allianz Arena in München zum Bayern München gegen 1. FC Köln Spiel. Zum Freitagsspiel des 4. Spieltags. Ja, heute Bayern München gegen Köln. Mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Ich hoffe, die Fenkelsänger sind nicht zu laut. Ich hoffe auch nicht, aber ich denke nicht. Ich habe mich gehört, die sind bei manchmal zu laut sein. Wie jetzt? Ja, dass die halt lauter sind als die Kommentatorstimmen. Ach so, das ist natürlich schlecht. Na, wir werden es austesten. Genau, wir werden. Wenn es danach zu laut ist, stellen wir sie für die nächsten Spiele aus. Genau, schreibt einfach mal, gibt ja immer noch die Kommentarfunktion. Das stimmt. Ey, Bayern München spielt sich halt so komplett anders als die ganzen anderen Mannschaften davor. Das ist der Wahnsinn. Glaube ich. Weil wenn du vorher 2. Liga gespielt hast, ist ja. Das mal ein ganz schöner Unterschied. Bayern noch mit Aufgebot, Xavi Alonso, Robben, Lewandowski. Ich würde gerade Reus sagen, noch nicht. Philipp Götze, Lahm. Risse hat vor 2 Wochen, wenn das rauskommt, vor 3 Wochen, wenn das rauskommt, glaube ich, Köln 2-1, 3-1 oder so geschossen. Gegen wen denn? Ah, gut. Weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall keine Bobby mal. Oh, das kann nicht wahr sein. Alter, da war schon die erste Großchance, hätte ich ja niemals gedacht. Ich auch nicht. Da klatschen die zurecht, weil das war ganz schön. Haha. Da muss man sagen, gar nicht so schlecht gemacht. Getrötet. Ja. Oh! Das kann nicht wahr sein, ey. Tja, was willst du da auch machen als Köln? Gegen so einen Robben kommt man leider nicht hinterher. Nee, das stimmt. Da war fast 1-0 Köln, gell? Das stimmt. Und dann vorne Nummer 25. Aber wieder angedreht der Schuss. Deswegen hat er den. Siehst du, das mal drin gehalten. Also weil du ja gesagt hast, die gehen immer rein. Aber was soll man da machen? Hältst du da, kriegst gerade so nur einen Ball und dann ist der Robben da und sinkt ihn einfach rein. Da macht ihn einfach rein. Das ist wie in echt, Robben ist auch so in der. Da steht die Mannschaft vor dem Tor, trifft ganz knapp Pfosten und Robben macht im Gegenzug 1-0 oder so. Zum Aus irgendwie. Das stimmt. Robben ist halt der neue Götze, hab ich gehört. Gomez meine ich. Ich dachte, Gomez trifft nicht. Also, wenn er angeschossen wird. Na, Robben ist auf jeden Fall einer, der nicht abspielt. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht, so darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Nein, der Robben ist auch überall, gell? Ja. Der latscht. Wir dürfen ja nicht upragen über Mannschaften, wenn ja keiner auf den Schlips treten. Wir können aber über Spieler upragen. Komisch laufen. Nein, das ist Mobbing, Cybermobbing. Cybermobbing. Oh, das war stark gehalten. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Das meinte ich, wenn du und ich haben vom Spiel über FIFA geredet. Da hat eigentlich gefehlt uns das FIFA-Bashing Anfang der Folge. Das meinte ich halt damit. Ja. Das gibt's nicht, ey. Schweinsteiger. Der kommt aber auch. Keiner kommt daran. Nee. Bei den Kölnern. Gruppen schon dreckig. Lewandowski. Im Herzen noch Dortmunder. Das stimmt. Da jubeln die Fans. Sogar mit verschiedenen Animationen. Ja. 2-3. Ja schon, da ist auch keiner da, der da irgendwie mal zum Kopfball breit wäre. Ufer 1 fangen. Manchmal fragst du mich, wie die Fangesänge aufnehmen. Ob da einer mit dem Mikrofon in den Fanblock stellt. Wenn du die mal in echt aus, als irgendwie mit einem Nokia aufgenommen. Ja, die Chancen halt erst inwärts in Alpha 1, deswegen. Also die Chancen, die Fangesänge heißt es ja auf deutschlich. Ich hoffe, es schaut wirklich jetzt nicht zu sehr. Ist ja auch meistens nur bei Bayern, oder?
oder? Ja, also in Deutschland nur Bayern und Schalke und Leverkusen, weil bis jetzt gehen halt nur für die offiziellen Vereine die Chance hingesenkt. Also sonst halt alles in Spanien und Italien. Ja, und da wir auch Bundesliga spielen, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das, Lewandowski. Was sind denn das für Schüsse, ey? Die gehen ja nur ins Tor. Ja, ey, das sind doch alle Spieler mit 90. Das stimmt. Ey, den hätte ich mir erzählt, dass er reingeht. Ich auch nicht. Das war wieder angedreht. Aber was auch für ein Schuss, ey. Da macht man auch als Torwart nicht viel. Nee. Tja, aber an solchen Spieler fehlt es dann in Dortmund, gell? Das stimmt. Ja, den kannst du auch wirklich nicht halten. Den kann man auch nicht halten. Ja, so ich ein Spiel jetzt wirklich in Dortmund, muss man sagen. 3-0, das hätte ich bei denen. Du am Anfang stehst 1 Meter vorm Tor. Ich hätte niemals gesehen, dass es 3-0 jetzt schon steht in der 30. Ich auch nicht. Hat sich Bayern wieder gefangen nach der kleinen Krise. Ja, denken wir. Wo zeigt Köln jetzt auch noch, was sie können. Die fetten Getränke sind der absolute Knaller da im Hintergrund. Hört sich echt also wie mit dem Telefon aufgenommen. Ist es wahrscheinlich auch. Durch die Abwehr. Nein, man muss ja sagen, wir hören ja Musik über Boxen. Beziehungsweise halt die Kommentare und allem sowas auf dem Spielsaun. Durch die Abwehr. Hä? Achso. Echt? Ja, ich hab nicht genau geguckt, ich dachte vielleicht steht unten noch einer. Hätte. Oh! Eine Sekunde noch! Dann wäre. Ja, da stand auch schon Nummer 17. Ich weiß ja nicht, wer Nummer. Ja, Boateng. Der gegen Schalke gegrätscht hat. Ach, ich bin. Ich dachte gerade so ein Witz mal schießen. Tja. Mach ich, sobald ich am Ball bin. Aha. Gibt's nicht, Er versucht ihn da durchzuspielen. Ah. Ich bin mal schnell wieder als Nächster, ob wir die Chance ausstellen müssen. Schalke, ja, dann müssen wir die Nummer danach auch schnell ausstellen. Ach, ich muss ja sagen, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Ja, aber wenn du die mit Headset hörst, dann findest du es schon schlimm. Oh! Das kann nicht wahr sein, ey. Ich meine, so sind jetzt, aber wenn du die mit Headset hörst, also... Als ich die gehört habe, die, weil die, also die sind so okay, aber die sind halt viel zu laut. Wichtig ist, dass der Ball gut kommt. Ja, ich würde die auch trotzdem anlassen. Wir können ja, wenn das irgendjemand gucken sollte, und ihr der Meinung seid, die Fangesänge sind zu laut, schreibt mir in die Kommentare, dann machen wir sie aus. Na gut. Bei der nächsten Aufnahmesession sind ja nur noch... ein paar Spiele, die wir in dieser Aufnahmesession haben. Um genau zu sein. Einer mit Fangesängen. Und die überhaupt Heimspielen. Nee, das ist immer Fangesang. Achso. Oh, das ist doch... War nix. Mit abgepfiffen. Und 3-0 schon zur Halbzeit, ey. Alter Schwede. Ballbesitz gar nicht mehr so viel Unterschied. Auch uns sogar zwei Schüsse hingekriegt. Also, so schlecht... ist es wirklich nicht. Ja, man merkt halt den Unterschied. Köln gegen, ja. Da sieht, das merkt man an der Schnelligkeit der Spieler und an der... Ja, also, da muss man wirklich nicht sagen, dass es an Pace oder irgendwas liegt, weil wenn du halt 90er Spieler gegen so 60er und 70er... Man kann ja sagen, was man will. Man kann ja nicht sagen, ja, die Spieler sind viel zu gut. Wenn Bayern halt so gute Spieler hat und Köln halt nicht, dann macht man auch nicht so viel. Nee. Sonst sind die nicht erster Platz. Wenn mit 300 Punkten Vorsprung. Sie suchen den Abschluss. Hier stimmen die Farben sogar. FC gegen erster FC. War nix. Mario Götze. Da spielen die Dortmunder zusammen. Ja. Oh. War das jetzt Abschluss? Ja. Das
Ich hoffe so. Wie gesagt, was ich noch sagen wollte, und PS hat natürlich ultra Vorteil mit der Ballphysik. Weil jedes Magazin sagt, das ist halt die beste Ballphysik, die es bis jetzt gibt auf dem Markt. Das stimmt. Das ist nur, eigentlich finde ich, ist so wichtiger, dass du eine gute Ballphysik und alles hast, als ob jetzt abseits oder ob du jetzt mal eine gelbe mehr kriegst oder nicht. Das ist wahr. Das haben die ja chinesische Yingli so her. Weiß nicht, in Bayern der Meinung ist, sie müssen für Yingli Solar Werbung machen. Dann machen sie das halt. Oh Mann. Da ist es 4-0 von Lewandowski, das hast schon gerochen, oder? Ja, das. Das hat man schon gesehen im Ansatz. Da macht du auch nicht viel. Nee. Dort, Bayern ist halt wirklich. Bayern zu spielen, du musst nur eine Passtaste drücken, schon stehst du frei vom Tor wie hier. Genau. Da ist auch keiner da, der den abhalten kann, dann macht doch der Torwart nichts. Nee. nee. Nur gefallen die Fencing habe ich, merke ich so. Puh. Sind ja auch schön. Entertainment jetzt ab 29,95 €. Ich meine, ein das raten sollte ist auch noch nicht ganz sicher. Was auch man? Ein das raten sollte ist auch noch nicht ganz so sicher. Das als Unity Media. Ja, schmeckt. Anders. Ey! Schmeckt auch schlecht, wa? Oh, Ucha. Oh mein Gott, wo schießt der hin? Und der hat ihn rausgeschnitten. Und das war nicht mal angedreht. So, wollte ich nur mal dazu sagen. Osako kommt jetzt rein. Bayern braucht keinen. Sie brauchen einfach keinen Schuh und denken sich, ach. Würden ja auch noch keinen Schuh geführt, haben die ja noch nichts gemacht. Also insgesamt aufs Tor geschossen und getroffen. Das stimmt. Ist ja auch keine Arbeit für die Bayern. Nee. Ja, oh, da duckst du einfach den Alaba, der Risse. Oh, Risse. Ja, wenn der Alaba den Ball wegnimmt. Gucken wir mal schnell auf die Bank. Die Jungs machen sich warm. Also den einen oder anderen können wir noch bringen. Yes. Das war doch nicht. Oh, oh, oh. Was war denn das? Man bewirbt sich für Dortmund wahrscheinlich. Ja. Wer kommt jetzt rein? Tschalalalalalala. Keiner? Nee, wird kein eingewechselt. Wieso will denn Bayern kein auswechseln? Warum denn? Wird auch nicht machen. Das gibt's doch nicht. Neue Spieler Osako. Schon läuft der Gegenangriff. Irgendeiner von den Kitchen sitzt schon. Witzig. Oh. Nichts! Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein! Da hat man wenigstens gehofft, dass zwei Fehler jetzt schon stehen müssen. Oh. Na, was heißt müssen? Können. Ja, aber okay. Das gibt's doch nicht. Oh, eigentlich. Chancentechnisch hätte es auch schon 4-4 stehen. Ja, also muss sagen, chancentechnisch ist jetzt Bayern nicht so, dass Bayern hier 10-0 gewinnt allein. Oh, Finne wird ausgewechselt. Die Peschko. Bayern immer noch kein. Was war denn das? Hä? Warum wird denn da mein Spieler nicht angewählt? Alter, wieso passt nicht? Ehrlich. Ah, jetzt. Jetzt. Sie wechseln 75 Minuten aus. Hey, warum ist denn der... Ja, wechselt mal die ganzen Routen aus. Als er aufgenommen hat, stand er bestimmt direkt neben der Tröte. Oh nee. Wieso der Claudio Pizarro nicht einwechselt? Da kommt die Blutgrätsche. Frag ich mich auch. Den fand ich immer cool, Claudio. Gä? Okay. Ich weiß gar nicht, woher der kommt, aus welchem Land. Nicht mehr. Weil spielt er schon seit 20 Jahren bei Bayern. Das stimmt. Oder was heißt spielt? Hat
Ja, früher war der Stammspieler. Versuch's mit einer Reingabe. Wow! Oh, na, was war das denn für eine Flanke? Ja, das gibt's ja gar nicht. Pech. Das war nicht schlecht, hat eingewechselt. Der zeigt jetzt hier, Jungs, ich will Stammspieler werden. Ja, okay. Usha gegen drei Leute durchgearbeitet, muss man auch wirklich mal Lob aussprechen. Das stimmt. Usha hat... Usha gegen drei Leute, dann nochmal gegen eins, dann gibt's die... Alter, gleich. Das gibt's doch nicht. Ey, der Usha ist stark, muss man sagen. Was ist mit dem dann los? Ganz zu drücken und Trikot trägst. Neuer hechtet wieder. Grandios. Usha. Usha. Ein Strohfeuerchen. Ja, ein Strohfeuerchen. Muss man mal ehrlich sagen, hättest du denen zwei Chancen reingemacht, wird es ganz anders stehen, gell? Hätte ich meine vier Chancen reingemacht, ständig. Stimmt, die zwei daneben noch. Also du hättest auf jeden Fall für, als es jetzt kein Spiel mehr sagt. Das stimmt. Ich meine. Alter. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso wissen sie das? Tja. Da war auch wieder angedreht, das geht nicht rein. Sag ich, das ist nicht immer anders. Hätte ich ihn wahrscheinlich jetzt voller Wucht drauf geschossen, wenn er drin gewesen. Eine gefährliche Situation, aber er war voller. Boah, das gibt's doch nicht. Alter! Oh. Was der Usha frei vor dem Tor steht und daneben schießt, ist eigentlich auch. Das hätte jetzt ganz anders stehen können, wo ehrlich ist. Oh nee. Also 4-1 spiegelt das Ergebnis auf keinen Fall wieder. Ja, das ist richtig. Den Anfang wahrscheinlich schon, aber so das Ende. Erste Hälfte. Außer. Sein Liebling ist ein Gesang. Ich muss ja auch mal sagen, bei solchen Top-Gesang ist es so schwierig für Köln zu spielen. Das ja. Stimmt, wenn wir so Kraft hinter den. Nichts! Wie nichts? Ajo! Oh jawoll, ey. Usha, was ist denn Usha los? Oh. Usha, ey. Oh. Das war ja kein Foul. Ich weiß auch nicht, was du da reklamierst. Oh. Wenn hier! 300 Klärungsversuche. Schlimm. Naja, 4-2. Nein, wir sind zwar leider in der Nachspielzeit. Ich dachte jetzt, der geht rein. Nein, ich meine. Ein bisschen weniger? Hinten aufs Allianzschild. Ah, nee. Was ist los? Pfeift nicht ab. Nee, die Erweckung hätte es aber früher gebraucht. Sie schlagen ihn nach vorn. Das gibt's nicht. Der pfeift nicht ab, gell? Nö, wieso? Ein langer Ball über die Abwehr. Oh. Danke! Oh. Wo hat er den denn geschossen? Schöner Klärungsversuch, muss ich sagen. Das schon. Naja. Naja. Oh, jojojoj, da ist jetzt nicht auf die Chancen mal gespannt, liebe Zuschauer. Oh, Bayern, trotzdem relativ viele Chancen. Mit du hoch. Ja. Also war gar nicht schlecht. Usha oben. Oh, Usha! Genauso viel wie Lewandowski in Wochen. Ja. Nicht schlecht gespielt. Tja, trotzdem. Freitagsspiel. Gewonnen. Okay, danke fürs Zuschauen und sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss.